Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Chill. Wir sind immer noch bei Animal Crossing, weil wir immer noch unseren, im Grunde einen Tag, eine Routine in Animal Crossing abschließen werden. Bevor wir dann wohl wahrscheinlich leicht mit dem nächsten Spiel weitermachen werden. So, mit dem Baumschütteln, das wir in der letzten Folge noch begonnen haben, sind wir so ziemlich durch. Und mein Inventarplatz ist ziemlich voll. Ich habe gerade gesehen auf meiner Karte, dass Rainer heute da ist. Das ist ziemlich toll. Rainer ist ein Antiquitätenhändler, der Kunstwerke verkauft, die man ans Museum spenden kann. Er ist sogar momentan zumindest so ziemlich die einzige Quelle für diese Kunstwerke. Und man muss immer ein bisschen aufpassen, weil Rainer verkauft sehr viele Fälschungen. Wahrscheinlich bewusst. Wahrscheinlich weiß er genau, was er da tut. Aber wenn man einen netten Guide zur Hand hat, kann man sehr leicht rausfinden, naja, oft zumindest leicht rausfinden, welche Gemälde echt sind, welche Kunstwerke echt sind und welche nicht. Heute verkauft er außerdem Spielsachen noch zusätzlich. Der hat auch immer noch ein bisschen was anderes im Angebot. So, ganz ehrlich, ich habe schon Dutzend Interessenten für dieses Wissenschaftsgemälde hier. Na, schauen wir uns das mal genauer an. Oh, jetzt habe ich es versehentlich zu schnell weggedrückt, aber das ist die Fälschung. Schauen wir es uns nochmal an kurz. So. Genau. Das ist die Fälschung, denn hier wurde eine Art Kaffeefleck oben rechts ins Eck gesetzt, der eigentlich nicht da ist. Nicht so zumindest, nicht als wäre er von einer Tasse. Hier handelt es sich um die Fälschung. Deswegen nehmen wir das natürlich nicht. Das da oben dürfte das Original sein, wenn mich nicht alles täuscht. Denn ich glaube, dass die Fingerposition bei der Fälschung anders ist. Aber was mich tatsächlich sehr interessieren würde, ist dieses Affenbild hier. Dieser Raumteiler oder was auch immer das sein soll. Das ungestüm Gemälde rechts. Anscheinend gibt es da mehrere Teile. Das muss ich jetzt tatsächlich schnell nebenbei googeln. Weil das kenne ich überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das in Wirklichkeit aussieht und habe auch keine Ahnung, wie da eine Fälschung aussehen würde oder wie ich die unterscheiden könnte. Schauen wir mal hier in den Guide. In einen Guide von Giga. Gucken wir mal. Ich habe da schon mal irgendwo gelesen, dass Gemälde XY keine Fälschung hat. Und dann gibt es doch eine Fälschung und ich habe sie gekauft. Aber jetzt schauen wir mal das ungestüm Gemälde rechts. Gucken wir mal hier. Ah ja, das dürfte das Original sein. Die Farbe ist hier entscheidend scheinbar. Wir sehen uns mal genauer an, aber genau. Also scheinbar ist bei dem Original, das sieht eben so aus, bei der Fälschung ist diese Kreatur auf dem Bild sehr viel heller. Deutlich heller. Fast schon wie das Laken, das er hält. Na schön, dann dürfte das Original sein und wir kaufen das. Finde ich gut. Für 5000 Sternis knapp, her damit. Das können wir jetzt leider aber noch nicht ins Museum spenden. Das kriegen wir erst morgen per Post zugeschickt. Und man darf jeden Tag immer nur ein Gemälde kaufen. Sonst würde ich einfach ehrlich gesagt immer alle kaufen, weil die Fälschungen kann man sehr schön nutzen, um sein
sein Zuhause einfach zu dekorieren. Aber nö. Na gut. Schön. Schön, dass wir Rainer noch besucht haben. Schön, dass ich das gesehen habe. Ich hätte es wirklich fast übersehen, dass der heute da ist. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ah ja, dass unser Inventar voll ist, wollte ich gerade sagen. Ist es auch schon? Ja, dann können wir noch ein bisschen verkaufen gehen. Ach, guck mal, hier ist noch ein Kirschbaum, den ich noch gar nicht geschüttelt habe. Die Kirschen verkaufe ich ja jetzt gar nicht. Die kommen ja, wie ich beim letzten Mal schon erwähnt habe, hebe ich mir die auf, bis ich das nächste Mal Merlin besuche, weil die auf ihrer Insel deutlich mehr wert sind als auf meiner. Ich kriege auf meiner Insel 100 Sternis pro Kirsche. Bei Merlin sind die 500 wert. Also schon ein deutlicher Unterschied. So, gucken wir mal, was wir verkaufen wollen und was nicht. Den Stuhl, den Schulstuhl brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, der kann weg. Ich glaube, ich habe so einen. Und falls nicht, kann man ihn. Also, ich wüsste auch gar nicht, für was ich einen Schulstuhl brauchen würde, aber alles, was man schon mal besessen hat, kann man aus dem großen Katalog wieder nachbestellen. Insofern könnte ich den auch jederzeit wieder zurückholen, wenn es notwendig wäre. Natürlich mit ein bisschen Geldverlust, Preisverlust, aber gut, die Mülltonne brauche ich auch nicht und das Wahrsagerset. Okay. 26.000 Sternis, her damit. Da haben wir wieder ein kleines Achievement verdient. Nämlich Obst verkaufen, 5 Stück. Da haben wir mehr als genug verkauft heute. Ich habe mit meinem Charakter zurzeit die Regelung, dass ich, wenn ich Kleidungsstücke kaufe, beziehungsweise vor allem, wenn ich sie geschenkt bekomme oder finde, dann ziehe ich sie an und lasse sie auch an. Deswegen sieht mein Charakter auch so lustig aus momentan. Was ist denn mit Alex los? Ich habe hier was. Ein Marineshirt, nur für dich. Na, gerade erzähle ich es noch und schon bekommen wir ein Marineshirt geschenkt. Habe ich in einem alten Koffer gefunden und naja, bin da ein bisschen abergläubisch. Aber für dich könnte das ein Glücksbringer sein. Tut. Na, gucken wir mal. Schauen wir uns das Marine-T-Shirt mal an. Ah ja, na, wie passend, oder? Mit dem Entenschnabel. Jetzt sehe ich fast ein bisschen aus wie Donald Duck. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Na gut, dann verpacken wir mal unsere Kleidungsstücke ins Lager. Genauso wie die Eismaschine. Ah, ich habe hier noch 2 Fossilien, die könnten wir noch identifizieren lassen. Aber jetzt erstmal weg mit dem ganzen Gerümpel. Beziehungsweise mit den Kirschen. Wird doch mal ein bisschen Geld zur Bank bringen. Macht nur, verbraucht nur Platz in meinem Inventar. In meinem Keller, ich habe noch nicht sehr viele Möbel, aber ich arbeite daran, dass der Keller so ein verrücktes Wissenschaftler Nest wird. Die Wand ist ein bisschen creepy, oder? Man weiß nicht genau, was züchte ich wohl hinter diesen Kammern? Wahrscheinlich Landsquids. Ein Landsquid-Labor. Während oben im Obergeschoss meine absolute nerdige Gaming-Höhle entsteht. Bis jetzt haben wir hier einen riesigen Fernseher mit einer Nintendo Switch und mehrere Arcade-Automaten, was für eine ziemlich konfuse Soundkulisse sorgt. So toll, wenn man die wirklich spielen könnte, aber leider geht das nicht so leicht. Oder beziehungsweise gar nicht. Im ersten Animal Crossing war es tatsächlich möglich,
dass man NES-Klassiker spielen konnte. Da gab es eine Handvoll verschiedener NES-Klassiker, die konnte man tatsächlich sammeln und zu Hause bei sich aufstellen und wirklich die kompletten Vollversionen dieser NES-Spiele in Animal Crossing spielen. Ziemlich cool und ziemlich verrückt aus heutiger Sicht, würde Nintendo heute nie machen. Verlangen immer noch relativ hohe Preise für ihre Klassiker. Verhältnismäßig hoch, verglichen mit anderen Firmen oder mit anderen Spielen aus der gleichen Zeit. Wobei momentan kann man die ja zumindest auf der Switch gar nicht so ohne weiteres kaufen. Die ganzen Klassiker. Momentan sind die ja an dieses Abo gebunden, über das man dann also einen relativ kleinen monatlichen Betrag auf diese Spiele zugreifen kann, aber leider nur auf einen sehr kleinen oder verglichen mit dem Angebot von NES und Super Nintendo relativ kleinen Sortiment von Spielen. Was ich sehr schade finde, ich würde durchaus gerne mehr oder ich würde gerne mehr NES und Super Nintendo Spiele und gerne auch N64 Spiele natürlich und darüber hinaus Spiele für die Switch besitzen, damit ich sie auch einfach im Handheld-Modus gemütlich spielen könnte. Aber leider bietet mir Nintendo gar nicht das Angebot, diese zu erwerben. Schade, schade. Schade, schade. Naja. Na gut, hauen wir mal gegen die Steine. Das haben wir nämlich heute jetzt an dem Animal Crossing Tag noch gar nicht gemacht. Und während die meisten wahrscheinlich nur ein paar Steine, Eisen und ähnliche Materialien beinhalten, gibt auch jeden Tag immer den einen Geldstein. Was für ein knausriger Stein. Nur Steine und ein Eisen. Es gibt auch viele Rezepte, für die man Steine brauchen kann. So ist es auch wieder nicht, aber Steine sind schon die wertlosesten und häufigsten Crafting-Materialien, die man aus Steinen bergen kann. Ah, da ist unser Geldstein für heute. Das ist sehr schön. Je öfter man draufklopft, desto mehr bekommt man. Beim Geldstein noch viel bedeutender als bei den anderen Steinen. Deswegen grabe ich immer diese Löcher hinter mich, weil man sich selber ein bisschen zurückschubst beim Draufhauen. Und so geht man sicher, dass man wirklich die maximale Anzahl von Loot aus so einem Stein klopfen kann. So, einen haben wir noch. Der wird jetzt auch noch geklopft. Beziehungsweise sicher kann man sich nicht sein, um genau zu sein. Es gibt durchaus ab und zu mal den Fall, und ich kann es mir ehrlich gesagt in den meisten Fällen nicht erklären, da kriegt man einfach den letzten Loot nicht. Obwohl man so schnell drückt wie möglich, obwohl man perfekt positioniert ist, manchmal scheint es einfach nicht zu klappen. Aber das sind eher die Ausnahmen. Na gut, ich wollte ja hier noch ein bisschen aufräumen. Packen wir uns mal unser Inventar so voll, wie es geht. Zum Glück muss man die Löcher, die man gräbt, nicht unbedingt wieder zuschütten, wenn man nicht gerade irgendwas da platzieren oder bauen will, wo die Löcher sind. Denn am nächsten Tag sind die von allein verschwunden. So, genau, ein bisschen was habe ich noch zu verkaufen. Das verkaufen wir noch. Hallöchen.
Textilien haben wir hier. Ein Wespennest. Die Wolkenkratzer-Tapete. Klingt interessant. Und der Sumpfboden. Paar Fische und Käfer, die Bambussprossen und die Muscheln verkaufe ich. Ach, die Sushi-Kochmütze. Okay. Das ist schon witzig. Ich habe bis jetzt, glaube ich, in den 3 Folgen, die wir gemacht haben, jeweils einmal ein paar Sachen aus meinem Inventar verkauft und jedes Mal waren es so um die 25.000, die wir erhalten haben. Witziger Zufall. Na gut, packen wir noch ein paar Sachen in unser Hausinventar. Ach ja, genau, ich wollte ja Geld zur Bank bringen. Den Zauberstab behalte ich im Inventar absichtlich. Dann können wir das nämlich umziehen. Mit den Zauberstäben kann man nämlich Outfits speichern. Die zählen dann nicht als Standard-Outfit, man kann die auch nicht ohne weiteres verändern und kann sich die quasi einfach draufzaubern. Und so habe ich quasi zusätzlich zu diesem Random-Outfit, wo ich immer anziehe, was ich gerade aktuell bekomme, auch die gespeicherten Outfits, die ich mir speziell zusammengestellt habe. Und eigentlich wollte ich schon, das stört mich schon die ganze Zeit, die letzten beiden Folgen. Eigentlich wollte ich dringend mein Regenoutfit anziehen, wenn es schon regnet. Komplett mit Schnauzer. Das Auge ist übrigens, weil wir von einer Biene gestochen wurden beim letzten Mal, wenn ihr euch erinnert. Besuch mal ein paar Bewohner noch. Denn vielleicht bauen die gerade was. Vielleicht basteln die was. Dann teilen sie ihre Anleitungen mit einem. Das ist ziemlich cool. Ah, na guck. Gerade sage ich's. Ah, guck mal, den Papiertiger habe ich hier geschenkt. Ist der nicht toll? Ich mag den irgendwie. Naja. Großer, altes Haus. Leider hat sich bei mir auf der Insel der Spitzname Großer für mich durchgesetzt. Finde den Namen gar nicht so toll, aber alle wollen den irgendwie benutzen, also lasse ich sie. Na gut, großer altes Haus. Habe ja schon eine Weile nichts mehr voneinander gehört. Sauber, dass du die Initiative ergreifst und mich einfach so locker flockig anstupst. Hey, ich habe die höchstens 3 Tage nicht mehr besucht oder so. Die braucht gar nicht so zu tun. Oh, dein Gesicht ist aufgegangen wie ein Hefeteig. Das ist dir schon bewusst, oder? Gegen allergische Reaktionen hilft eine Wagenladung Medizin. Vielleicht solltest du an deiner Ausdauer feilen. Klar, damit du dich schneller aus dem Staub machen kannst, wenn wieder mal eine fiese Wespe hinter dir her ist. Mach dir aber keinen Kopf. Ich werde deinen kleinen Unfall mit dem Wespen für mich behalten. Als ich jünger war, habe ich mich auch ständig mit denen angelegt. Ging natürlich selten gut aus. Aber pst. Seitdem schleppe ich immer eine Ladung Medizin mit mir rum. Für den Fall der Fälle, Wedel. Alles locker, Großer? Brauchst meine blumige Genialität für irgendwas oder willst du reden? Was machst du da gerade? Was ich hier mache? Willst du wissen? Ha! Schau es dir ruhig genauer an. Wenn ich fertig bin, wird das ein stabiles Apfelkleid. Basteln verlängert echt. Was? Basteln verlangt echt Fingerspitzengefühl, was normal nicht so meine Stärke ist, aber die Mühe lohnt sich voll. Willst du auch mal ran? Ran dir so ein Apfelkleid zu basteln? Komm, ich zeig dir wie. Ja, zeig mir wie. Wusste ich's doch. Hier hast du die Anleitung. Hau rein, Wedel. Ich mag die Bella. Die Bella ist schon meine Lieblingsbewohnerin. Bin auf das Ergebnis wie ein Flitzebogen gespannt. Sachen selber machen rockt echt heavy. Ist erstens sehr lustig, wie sie redet. Und zweitens ist sie die Einzige, die mir immer Medizin schenkt. Kein Scherz. Tada! Schon bin ich geheilt. Das Apfelkleid. Schauen wir uns das doch mal an.
Oh, guck mal, Profi-Pflücker, was haben wir denn hier für ein Achievement? Fürs Obst verkaufen. Ich verstehe, für den Verkauf einer bestimmten Menge Obst bekommst du Meilen. Kleiner Tipp, auf anderen Inseln wird teilweise mehr für die Früchte bezahlt. Ja, habe ich schon gemerkt. Über 3000 Obst habe ich jetzt verkauft. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dafür gibt es eine ordentliche Portion Noob-Meilen, die man für spezielle Gegenstände und Reisetickets ausgeben kann. So, schauen wir uns mal das Apfelkleid an. Ach, das ist ja niedlich. Aber mein Charakter identifiziert sich ja männlich, wobei das nicht unbedingt Aussagekraft hat, aber er mag keine Kleider. Ich glaube, das ist die beste Aussage. Oder die treffendere. So, na schön, es ist im Spiel jetzt 22:01 Uhr. Das heißt, die Läden haben geschlossen, leider. Ich bin mit Aufräumen weitgehend fertig. Die Früchte sind geschüttelt. Früchte? Ja, meinetwegen. Die Bäume sind geschüttelt. Die Anleitungen vom Strand aufgehoben. Aber das Wichtigste ist erledigt. Und dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch Schluss für heute. Und beim nächsten Mal, bei der nächsten Folge. Beim nächsten Let's Chill geht es vielleicht möglicherweise mit einem vollkommen anderen Spiel weiter. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es selber nicht. Wir werden es beim nächsten Mal erfahren. Ich wünsche euch jetzt noch einen entspannten Tag oder eine gute Nacht. Ciao, macht's gut.